Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stardew Valley. Wir schauen mal kurz, was Label vom Land heute für uns hat. Geht um Geoden. Ein Schmied kann sie zu einem gewissen Preis aufbrechen. Es gibt verschiedene Geoden und jede einzelne davon produziert eine andere Gruppe von Mineralien. Die seltene Omni-Geode jedoch kann jede Art von Mineral beinhalten. Das wissen wir auch schon. Guten Morgen. Und nichts fertig leider, und vor allen Dingen haben wir auch keine Post, und das finde ich doch schade. Ja, ja, und heute ist dieser komische Nachtmarkt. Bin mal gespannt, was das denn sein wird. So, oh, stimmt, ich muss ja mit einem Ahornsirup noch in den geheimen Wald. Warum auch immer. Da kümmere ich mich um alles nachher. Das in die Recyclingmaschine schon stopfen können. So, dann legen wir mal alles weg, was wir gerade nicht unbedingt brauchen. Damit wir ein bisschen Platz im Inventar haben. Wirklich glücklich siehst du aus, das freut mich. Ich frage mich, was passiert, wenn ein Spieler keine Heizgeräte hat. Ehrlich gesagt, aber ich weiß es leider nicht. Guten Morgen, liebe Kuh. Dann melke ich dich doch mal glatt, wenn es funktionieren würde. Danke fürs Stehenbleiben, richtig gut. Und eine große Milch in Silberqualität, auch richtig gut. Dann wollen wir doch mal zurückgehen. Halt, erst kommt die Käsemaschine, nicht? Ja, richtig gut. So, einmal Käse mitnehmen. Guten Morgen, liebes Kätzchen. Dich mitnehmen. Noch mehr Brombeeren reinstopfen. Dann weg und weg und weg. Was haben wir sonst noch? Oh, Recyclingmaschine, hätte ich was abgeben sollen. Ich denke doch wieder nichts. Finde ich gar nicht gut. Recyclingmaschine, dann schaue ich mal, ob ich noch irgendwo ein Ahornsirup habe. Das fände ich richtig gut. Ich wollte eigentlich nur den Müsliriegel da rein tun, aber gut. Da kommt halt jetzt mehr Zeug da rein. Einfach alles, wo ich gerade nicht brauche. So. Ahornsirup, Ahornsirup, Ahornsirup. Da ist doch noch einer. Dann stopfen wir dich da hinein. Schauen, ob wir sonst irgendwelche Quests haben. Nur Kies-Herausforderung. Oder Qui oder Qui oder wie auch immer man den ausspricht. Aber das wird noch eine Weile dauern. Denn ich habe nicht vor, so schnell wieder in diese komische Höhle da zu gehen. Oder in die Mine, oder je nachdem. So, das war doch hier links, ne? Glaube ich zumindest. Da, wo die Händlerin steht, und dann noch weiter. Also, steht, wenn sie denn da ist. Was sie heute nicht ist. Noch einen Krokus nehmen wir doch glatt mal mit. Oh. Dieser Geruch. Komm näher. Hehe. Ich habe nicht jeden Tag die Gelegenheit, mit einem Menschen zu sprechen. Sieht so aus, als hättest du etwas Waldmagie in dir. Also dann, zu meiner Notiz, hast du es mir mitgebracht? Hohoho, dieser Duft, das riecht so süß. Schau dir mal das Bild an. Es ist meine Lieblingssoße. Die macht mich sehr glücklich. Oh. Hehehe.
Du hast heute einen neuen Freund gefunden, Corny. Ich habe etwas Besonderes, das ich dir zeigen wollte. Der Bär hat dir besonderes Wissen vermittelt. Lachsbeeren und Brombeeren sind jetzt dreimal so viel Gold wert. Okay. Guter Bär. Und hier gibt es ganz viele kleine Stielchen. Nehme ich euch mal mit und das Hartholz auch, wenn ich schon mal hier bin. Schön, dass Corny irgendwo in die Landschaft hackt, das aber trotzdem funktioniert. Aber richtig gut, einfach richtig gut. Wir haben einen echten Bär getroffen. Ich weiß nicht, ob der später nochmal irgendwas zu bedeuten hat. Oder ob nur für die eine Katzin da war. Ich hoffe doch, er hat später nochmal was zu bedeuten. Oder er kommt mal wieder. Ich fände das nämlich interessant. Sagst du noch irgendwas, wenn ich mit ihm interagiere? Nein. Okay, gut zu wissen. Bin ich schon wieder eingeschleimt. Gar nicht gut. So, dann haben wir euch auch nochmal alle. Wollte ich doch gerade zu Robin. War es aber sinnlos, denn ich habe nicht genug, wie heißt's? Nicht genug Geld. Hä? Ach so. Ich bin einfach nur falsch. Alte Schleime. Ich werde noch niemals 2 Sekunden in Ruhe lassen. Ich sterbe hier noch. Ich sehe es doch schon kommen. So, dann wollen wir doch mal. Heute hat ja, soweit ich weiß, niemand Geburtstag. Ist der 15.? Nein, heute hat niemand. Am 17. hat der Zauberer. So, richtig gut. Da habe ich, glaube ich, alles mitgenommen, was es hier gibt. Aber richtig gut. Wir haben einen Hinweis vom Bär bekommen. Geheimes Wissen. Richtig gut. Guten Morgen. Tschüss. 1, 2, 3, 4. Oh nein, ich habe schon wieder Mist gemacht. Oh. Dann wollen wir doch mal in Richtung Stadt schauen. Was es da Schönes gibt. Sorry, Leute. Und dann werde ich vielleicht ein bisschen wieder angeln. Richtig gut einfach. Oder? Ich weiß es noch nicht. Guten Morgen, Marnie. Tiere sind so unschuldig und niedlich. Und wenn ich mich nicht um sie kümmere, wer dann? Ich hoffe, meine Hühner sind nicht so verärgert, wenn ich ihre Eier nehme. Oh. Ich wollte dich gerade in München plündern. Es ist aber ja noch Marnie. So, Marnie, lauf mal bitte schön aus dem Bild. Und eine Joja-Cola. Und hier ist gar niemand daheim. Doch, die Jodie ist da. Und der Vincent. Hallo, Vincent. Ich will genau wie mein großer Bruder sein, wenn ich groß bin. Okay, bye. Ich habe es als Kind geliebt, im Schnee zu spielen. Das Schöne am Muttersein ist, dass ich so etwas wieder genießen kann. Och, du kannst von mir aus gerade rausgehen und jetzt auch im Schnee spielen. Warum eigentlich nicht, ne? So, knapp bevor sie kommt. Guten Morgen, Hayley. Ich weiß leider nicht, was du merkst. Ich will einen Ort ziehen, wo es wärmer ist. Och, warum? Schnee ist was richtig Schönes. Pass auf, dass dir kein Eiszapfen auf den Kopf fällt. Ich habe nicht vor, mich von einem Eiszapfen erschlagen zu lassen. Wo ich glaube, das haben die wenigsten Menschen vor, denen das passiert. Pass auf, dass du nicht auf dem Eis ausrutschst, mein Kind. Ich finde es ja irgendwie ganz nett, dass sich alle so um uns sorgen. Aber irgendwie auch ein bisschen überflüssig, aber gut. So. Seegurke. Das mache ich dann nachher. Jetzt muss ich zuerst mal zum Clint. Habe ich Geoden dabei? Ja. Richtig gut. Dann gehe ich zum Clint. Dann angle ich dir deine Seegurke. Ach ja.
So, jetzt erstmal stehe ich wieder in der Mülltonne und du hast einen Müsli-Riegel weggeschmissen. Warum denn das, lieber Clint? Geht ja mal gar nicht. Oh, ich habe nur die zwei. Die kenne ich doch schon. Du bist ein Zitronenstein. Kenne ich dich schon? Das weiß ich gar nicht. Ja, kenne ich. Kenne euch beide. Gut, dann kommen beide von euch mal weg, würde ich meinen. Und dann schauen wir noch unten beim lieben Gunther vorbei. Du hast in der Mülltonne hat, hat er aber nicht. Und dann gehe ich ein bisschen am Ozean angeln. Die Seegurke für die liebe Maru. So, beim Louis habe ich heute noch nicht in der Mülltonne gekuschelt. Und auch eine Joja-Cola. Scheint ja ganz oft hier zu sein. Dann schaue ich mal kurz, ob ich Elliot in seiner Hütte besuchen kann, ob der gerade da ist. Nein, natürlich ist er nicht da, so wie immer. So, gibt es hier irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus. Dann wollen wir uns doch mal hinstellen zum Fischen. Oh, da kann ich aber noch nicht hin, oder? Ich kann dich für 250 Gold nach Hause schicken. Nein, nein. Okay, ich kann zwar hier rumlaufen, aber das scheint nichts zu bringen. Ja, ab 17 Uhr, okay. Habe ich ja nicht mehr lang eigentlich. Berühmt mal Lufini, komm vorbei, wenn der Markt öffnet, dann kannst du dir meine Kunstwerke kaufen. Oh, und die Händlerin mit dem Schwein im Rettungsring. Wo habe ich denn nun wieder meine hingesteckt? Ich hoffe, das funktioniert jetzt, trotz dass Nachtmarkt ist. So, dann wollen wir doch mal den Nachtmarkt anschauen. Oder muss ich dafür für extra gehen? Nein. Jeden Tag etwas Neues? Okay, warum ist da wer auch immer so verschreckt? Grabstein, Steinfrosch, Hütchenhut, ganz viel Saat und ein Iridiumkamin, richtig gut, aber auch richtig teuer. Ich verkaufe dir dieses Gemälde für 1200 Gold, was hältst du davon? Weiß ich nicht, erstmal nicht. Kann ich hier auch drauf irgendwie? Das scheint nur Zirbe zu sein, aber richtig gut einfach. Richtig gut. Was ist hier los? Oh, jetzt haben wir die Show einer Meerjungfrau gesehen. Und da mich jemand gespoilert hat über diesen Nachtmarkt. Moment, ganz kurz. Entschuldigt bitte. So, und da ich gespoilert worden bin, weiß ich, dass man hier eine korrekte Sequenz eingeben muss. Und ich weiß auch welche. Hat das jetzt funktioniert? Ich weiß es nicht. Ja, das funktioniert allerdings nur einmal pro Spielstand. Du erhältst eine Perle, ein seltener Schatz aus dem Meer.
Richtig gut einfach. Richtig gut. Wieso ruckelt das schon wieder? Hallo. Ein originaler Lupini. Nicht schlecht. Vielleicht soll ich mir das Bild einfach echt kaufen. Ich habe morgen einen Arzttermin. Vielleicht beruhigt die Meerjungfrau schon meine Nerven. Aber was, wenn sie meinen, ich starre sie an? Ach, ich glaube nicht, dass du das auch machen musst. Der Winter ist manchmal sehr trostlos, aber Veranstaltungen wie diese machen ihn erträglich. Granatapfel. Könnte ich mir kaufen fürs Gemeinschaftszimmer. Bist du überrascht, mich zu sehen? Ich hänge dir auf dem Seeweg. Mein Schwein schwimmt sogar. Richtig gut. Tulpe könnte ich mir kaufen. Lachs mal Zeit für den Alex. Richtig gut, was sie hat. Was ist das denn? Königin der Edelsteinsee. Richtig gutes Zeug gibt's heute, habe ich so das Gefühl. Aber ich denke, den Granatapfel lasse ich doch noch. Ja, tschüssi. Hallo Abigail, das ist alles so mysteriös. Ich liebe es. Das wundert mich kaum. Ich glaube, das Boot hier mag ich am liebsten. Es ist was ganz Besonderes. Mit was handelst du? Große grüne Stock. Grüne Stücke, gemischte Stücke, rote Stücke. Ich bin spezialisiert auf Außendekoration. Siehst du, was es dir gefällt? Die gab es für 100 in der Oase, richtig überteuert. Oder die. Und so viel Deko für mein Haus, glaube ich, brauche ich noch gar nicht. Was gibt's bei dir? Hältst du gar nicht Kaffee? Ja. Richtig gut, vielen Dank. Ach, ich trinke den nicht gleich, ich bekomme den. Richtig gut. Gibt dir sicher einen Schub. Was gibt's hier? Korallen auf jeden Fall. Ich muss auf eine Tiefsee-Angeltour gehen. Sie kostet 1000 Gold. Nein, ich habe das... Obwohl, ich würde es euch eigentlich schon gern zeigen. Ich würde es auch kurz... Aber nein, das sind vermutlich alles Fische, die über meinem Niveau sind. Also, wo ich mir noch nicht leisten kann. Ach, ich kann das immer wieder einen Kaffee haben. Richtig gut, einfach richtig gut. Steckt sich der? Oder müllt ihr mein ganzes Inventar voll? Das deckt sich. Richtig gut einfach. So. Dann schauen wir uns doch nochmal. Ach so, du hattest ja nichts, was dich interessiert, ne? Außer den Iridiumkamin. Aber der ist mir zu teuer. Ich denke, das machen wir. Verzeih, ich habe keine Gemälde mehr, die ich heute verkaufe. Tja, ja. Möchte ich bei dir auch was? Ich weiß es nicht. Granatapfel und Tulpe würde mich halt schon anlachen. Was sagt denn das Gemeinschaftszentrum dazu? Dann hätte ich entweder hier das dann voll im Frühling schon. Aber es bringt mir nichts, weil ich die Tiere nicht habe. Oder ich hätte eins mehr beim Bündel Zauberer, aber das bringt mir auch nicht wirklich was. Okay, ich denke, das lasse ich dann. Und dann denke ich, habe ich alles gesehen im Nachtmarkt. Da gibt es Deko, bei dir hole ich mir nochmal den Kaffee. Ich finde es einfach richtig gut, frisch aufgebrüht, extra für mich. Richtig gut. So, hallo Jess. Ich wünschte, ich wäre alt genug, um zur Meerjungfrau-Show zu gehen. Naja, ob du da wirklich was verpasst hast, wage ich jetzt doch mal zu bezweifeln. Dann werde ich hier noch ein bisschen angeln. Und ich werde morgen nochmal vorbeischauen. Denn vielleicht gibt es ja was Interessantes da beim Reisewagen. Nur viel verkaufen die uns dieses Angebot. Ich weiß es nicht. Am liebsten würde ich alle die Bilder kaufen, weil ich möchte die euch ja alle zeigen. Hey, kann ich nur Müll angeln während des Nachtmarkts? Fände ich gar nicht gut. Es
sieht so aus. Das heißt, liebe Mao, ich hoffe doch, dass ich zu Hause noch eine habe. Du wolltest eine Seegurke, ne? Ja, dann werde ich doch mal schauen, ob ich die noch habe. Ich kann dir aber leider nichts versprechen. Roter Adler kann in deinem Haus platziert werden. So, dann gehen wir wieder nach Hause. Und nehmen morgen was für die liebe Maru. Eine Seegurke mit, wenn ich es nicht vergesse. Muss ich morgen auch in die Mine. Jo. Das denke ich, das passt dann. Gibt es irgendwas? Nein, gibt es nicht. Aus einem lieben kleinen Schneehäschen. So. Wollen wir doch mal schauen. Zum Verkaufen werde ich nicht besonders viel haben. Ich verkaufe mal zweimal den Kaffee. Oh, die Geoden habe ich irgendwie übersehen, intelligenterweise. Dich verkaufen wir mal. Dich verkaufen. Ja. Obwohl, wenn ich irgendwann mal in die andere Mine will, sollte ich das vermutlich nicht verkaufen. So, wo ist noch mehr Müll? Da ist noch mehr Müll. Dann werde ich nämlich das in die Recyclingmaschine stecken. Und das in die Recyclingmaschine stecken. Mayonnaise mit, Käse mit. Und das komische Kristallarium arbeitet immer noch. Ich weiß ja nicht, wie lange das noch arbeiten will hier. So. Dich weg. Dich weg. Den Käse weg natürlich. Und ich habe nochmal Müll. Ach, ich habe den da gar nicht reingesteckt. Warum das denn nicht? War ich schon wieder verplant? Geht ja mal gar nicht hier. Dann würde ich sagen, gehe ich ins Bett. Habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe doch nicht. So, sonst haben wir nichts Besonderes. Dann kann ich mal schauen. Wo gehört das denn dazu? Anderes. Ja, 150 pro Kaffee, richtig gut. Genehmige ich mir ein paar Kaffee, dann habe ich das Bild vielleicht wieder drin. So, wir haben leider keine Post. Das finde ich schade. Aber nein. Was nehme ich denn in die Hand? Dich nehme ich mal in die Hand. So, dann kann ich nämlich diese ganzen Dinge hier einsammeln und dann kann ich ja mir vermutlich wieder einiges an Wintersaat machen. Richtig gut, einfach richtig gut. Denn ich brauche ja schließlich viel Geld. Und vielleicht stehe ich dann ja auch irgendwann mal im Sammeln wieder auf. Das fände ich auch richtig gut. So. Sag nicht, mein Inventar ist voll. Und du hast eine andere Qualität. Finde ich gar nicht gut. So. Gold kann weg. Gold kann hier auch weg. Ein Goldkrokus kann weg. So. Den anderen goldenen lege ich mir mal kurz da rein, dass ich den nicht verbrauche. Dann machen wir Wintersaat. Was? Ich habe jetzt nicht ernsthaft 90 Wintersaat gemacht. Manchmal bin ich schon, ich will nicht sagen, manchmal bin ich ein Trottel, aber manchmal bin ich ein Trottel. Ach, komm, das kann doch nicht dein Ernst sein. Corny, was hast du da getan, bitte? So, dann hau ich dich mal raus. Naja, ich werde die nie mehr alle anpflanzen können, denn so viel Platz habe ich natürlich nicht. Also so viel mit Sprinkler ausgelegt habe ich natürlich nicht. Naja, kann man nichts machen. Vielleicht kann ich mir noch ein paar Sprinkler machen. Ich weiß es nicht, ich müsste mal nachschauen.
So. So viel mehr brauche ich tatsächlich, obwohl. Doch, ich habe ungefähr die Hälfte, das heißt, ich brauche noch 6 Sprinkler. Einen kann ich ja auf jeden Fall mal noch machen. Wo muss ich denn hin machen? Daher. Denn den habe ich ja schon. Da muss ich ja nichts mehr tun. Außer hier schön rundherum ein bisschen das frei machen. Da muss ich mir auch mal schauen, ob ich für Mario noch irgendwo eine Sägeurke habe. Ich hoffe es, denn zurzeit kenne ich keine Angel. Richtig schade. So. Dann hätten wir das alles. Wenn ich das da irgendwie alles angegossen habe. Gut, gut. Oh, und kein Wasser haben wir mehr. Das finde ich schade. Und ich habe doch noch irgendwo noch mal so eine Vogelscheuche. Wo habe ich dich denn? Und ja, die scheint tatsächlich keinen Honig zu produzieren im Winter. Wenn ich jetzt wieder wüsste, wo ich diese Vogelscheuche hin habe. Ach, ich habe doch einen Saustall. Finde ich gar nicht gut. Nein, der Bär ist keine Vogelscheuche. Währenddessen kann ich auch eigentlich mal schauen, ob ich irgendwo noch Eisen oder Goldbarren habe. Auf jeden Fall habe ich mal Golderz. Und da hätte ich auch noch Ahornsirup gehabt. Richtig gut. Dann kommt die Perle mal da rein. Wie sieht's denn aus? Nicht gut. Sieht nicht gut aus. Finde ich schade. Oder habe ich dich übersehen? Meine Verplantheit wäre das durchaus möglich. Dann hätte ich gerne noch Kohle. Eisenerz natürlich. Ah, Goldbarren habe ich da noch einen gesehen gerade. So. Aber ich fürchte, mit der Seegurke wirst du leider Pech haben, liebe Maro. Nein, ich habe noch eine. Richtig gut. Kohle habe ich hier zwischen noch ein bisschen was. Dann kommt mal das weg. Und dann mache ich erstmal Eisenbarren. Den Goldbarren brauchen immer so lange. Und vielleicht, wenn ich ganz viel Glück habe, sind die fertig, bis ich mit den Tieren wiederkomme. So. Nehme ich mir mal Heu mit. Ich habe schon wieder ein randvolles Inventar. Finde ich gar nicht gut. Ganz ehrlich, das finde ich gar nicht gut. So. Ganz viele Eier. Ja, ich muss definitiv mal was weglegen. Das geht so nicht mehr. Inventar ist ja brechend voll. So. Hier ist überall kein Platz mehr drin, ne? Ein Platz ist noch frei, den nehme ich mal für den Kaffee. Und den Rest stecke ich mal da rein. Nein, Kohle brauche ich, Golderz brauche ich auch. So. Das weg, das weg. Oh, ich habe 2 goldene. Euch verkaufe ich doch. 5-mal Joja-Cola. Ach, ich würde sagen, kann weg, oder? So, dann gehen wir mal mit ein bisschen leerem Inventar, aber nur ein bisschen, wieder zurück zu unserer lieben Kuh und schauen auf die Zeit, Leute. Schauen auf die Zeit. Ich habe heute noch rein gar nichts geschafft. Das finde ich gar nicht gut. Möchte heute ja auch wieder zum Nachtmarkt. So, einmal Heu, einmal Liebhaben und einmal Melken natürlich. Nein, nein, nur einmal Melken bitte. Und
Goldqualität, richtig gut. So, dann stecken wir dich in die Käsemaschine. Nicht in die Mayonnaise-Maschine. Dann wollen wir unser liebes Kätzchen noch lieb haben, natürlich. Und da Wasser reinkippen. Dann würde ich sagen, mach ich mich auf den Weg zur lieben Maru. War schon die Maru? Ja, sehr gut. Dann bringe ich doch der Maru eine Seegurke vorbei. Und dann wollen wir mal schauen, wer sonst noch sowas möchte. Ich weiß es ja nicht. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Hey. Ja, richtig. Ach doch, die Maru ist da. Hallo. Ich habe was für dich. Perfekt, jetzt kann ich mein Projekt weiterarbeiten. Vielen Dank, Corny. Hey, hast du irgendwelche Ideen für neue Gerätschaften, die ich bauen könnte? Ich vertraue deiner Meinung. Das freut mich. Ein Art Gerät, an dem Maru arbeitet. Sieht ziemlich zusammengestückelt aus. Guten Morgen, lieber Demetrius. Rede mit meiner Frau, wenn du dein Haus vergrößern willst. Möchte ich nicht. Du darfst mir aber in den nächsten Tagen vielleicht einen besseren Stall bauen oder einen besseren Hühnerstall. Hey, wenn du Materialien oder Blauposten brauchst, ist mein Laden die erste Anlaufstelle für dich. Dazu unterstützt du so die regionale Wirtschaft. Mach ich auch, aber erst wenn ich genug Geld habe. Was wollte ich machen? Wollte ich in die Mine? Ich weiß es doch schon wieder nicht mehr. Vermutlich wollte ich ein bisschen in die Mine. So, guten Morgen, Linus. Mein alter Freund, der schimmernde Felsen, ist weitergezogen. Das ist zwar an sich nichts Bedeutendes, aber für mich ist es ein großer Einschnitt. Aber ich bin froh, dass der alte Fels jetzt etwas mehr von der Welt kennenlernt. Oh, das tut mir leid, Linus. Ich wollte nicht, dass du jetzt deinen alten Felsen vermischst. Das wollte ich wirklich nicht. Besonders viel gebracht hat es auch nicht, weil besonders viel schimmerndes Zeug sehe ich jetzt auch nicht. Was mache ich eigentlich? Ich muss zuerst mal zum Clint. Ich bin so richtig verplant heute, kann das sein? Die Frage ist heute, eigentlich immer, aber... Oh, Clint ist gar nicht da. Okay. Hat sich erledigt. Das finde ich gar nicht gut. Wollen wir mal hier ein bisschen in der Mine mehr Golderz suchen. So. Zweimal Schleim. Richtig gut. Und was ist das für ein liebes Steinchen? Ein Aquamarin, ja. Ich habe immer noch kein Tigerauge gefunden. Ich weiß, dass das gibt, weil das eins von den Dingen ist, die Sam liebt. Aber ich weiß nicht, wo man das bekommt. Vielleicht bekommt man das auch erst in der anderen Mine. Ich weiß es nicht. Möglich wäre es wohl. Aber besonders gut finde ich das nicht. Ehrlich gesagt. So, dann wollen wir uns nochmal hier weiter durchschlagen. Und nicht zu vergessen, ich muss ja heute noch auf den Nachtmarkt. Das heißt, ich sollte vermutlich jetzt dann gleich wieder hier gehen. Gar nicht gut. Das heißt, man schafft wirklich kaum was. So. Ich hätte eigentlich gerne noch ein bisschen mehr Golderz oder wenigstens die nächste Ebene. Aber es sollte wohl nicht sein, ne? Oh, doch, da ist doch die Leiter. Der Nachtmarkt. Ah, der Nachtmarkt ist nun geöffnet. Richtig gut. Das ist eine Golderz, nehme ich noch mit. Und dann würde ich sagen, gehe ich auch auf den Nachtmarkt. Tschüss, liebe Mine.
Und dann würde ich sagen, fahre ich in die Stadt, denn von da ist das vermutlich schneller. Also bin ich schneller beim Nachtmarkt, würde ich mal meinen. Ja, deutlich schneller. Richtig gut, aber ich will eigentlich nicht mehr so viel Geld ausgeben, denn ich will ja sparen. Und dann nehme ich noch die zu brauchende Brille mit, natürlich vorher. Wenn ich gerade schon dabei bin. Oh, geht die liebe Maru auch auf den Nachtmarkt? Das finde ich ja interessant. Hallo Maru. Hallo Demetrius. Habt ihr festbezogene Dialoge? Nein. Mama lässt mich heute nicht Süßes mehr essen. Hast du mir auch schon des Öfteren erzählt? Ich lege meine ganzen Feiertagseinkäufe heute Nacht. Sag Bescheid, wenn du Pierre siehst. Buh, ich bin echt nicht richtig angezogen. Sollst du das doch tun? Ja, sehe ich, aber nichts, was ich mir leisten wollen würde. Ja, ich hätte gerne einen Kaffee und das auch noch umsonst. Einfach richtig gut. Also echt richtig gut. Vielleicht verkaufe ich denn den ganzen Kaffee über. Dann bekomme ich ein bisschen Geld wieder. Hallo Marni. Oh, feine lila Seide. Sowas gibt es im Joja-Markt nicht. Pepperoni. Für 1000 Euro Käferfleisch. Du hast doch ein bisschen ein Rad ab, liebe Händlerin. Nice. Fade. Okay. Sammlerfußzeug und Kaffeebohne. Möchte ich alles nicht. Höchstens die Tulpe. Für wen brauche ich die denn? Wer wollte hier eine Tulpe? Gar niemand. Ich war fest überzeugt, dass dich jemand will. Das finde ich total hässlich. Weißt du, ich habe viele meiner Lieblingsstücke auf diesem Markt gekauft. Nein, das finde ich nicht gut. Ritterrüstung, Steinpapagei. Okay, wieder der Hütchenhut. Noch viel mehr Saat und ein Iridiumkamin, wie gestern auch schon. Bei der Meerjungfrau gibt es nichts mehr Interessantes. Hallo, hast du mir was zu sagen? Ja. Ich kann die Tour wärmstens empfehlen. Tief unter dem Meer leben ein paar faszinierende Kreaturen. Ich wollte eigentlich mit Maru reden. Dann halt nicht. Ja, hätte ich gerne. Du erhältst Kaffee. Richtig gut. Aber ich will jetzt auch nicht unbedingt hier Geld farmen, ne? Ja, ich weiß nicht, soll ich auf die Tour gehen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ach komm, wir schauen es uns mal an. Einfach weil. Ich bin Let's Player und ich möchte euch das ja auch zeigen. Ich hoffe. Wo muss ich jetzt hin? Daher. Blub, blub, blub. Wir sinken. Stech mal da so her. Ach, das da oben ist nur ein Fenster, ne? Ja. Ah. Oh, da drüben gibt's Bläschen. Richtig gut. Gehe ich dann gleich mal hin. Ich weiß nicht, wie lange ich hier habe. Zum Tauchen. Natürlich ein Seetang. Oh, sind die Bläschen verschwunden? Natürlich. Genau dann, wenn ich da hinüberlaufe. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Ich hätte vielleicht einen Korkköder mitnehmen sollen oder irgend sowas. Nochmal Seetang. Also wirklich gelohnt hat sich das hier ja nicht, ne? Es darf doch nicht wahr sein, dass hier nur Seetang kommt. Also das ist ja nur Map. Kann das sein?
brauchen wir da Angler Level 10 oder so. Das war die größte Geldverschwendung, die ich je gemacht habe in meinem Leben, würde ich mal so sagen. Hey, das ist doch nicht fair. Also Spiel. Also ganz ehrlich. Was soll das? Ein Gruselfisch habe ich gefangen, okay. Was auch immer der bringt. Aber ich habe das Gefühl dafür, dass ich eine ganze Weile tauchen tatsächlich. Ja, ja, der Schatz ist mir egal. Ich möchte diesen Fisch, was auch immer das für ein ist. Noch ein Gruselfisch, okay. Ach, das ist doch ein Fisch, den ich nicht kriege. Der springt mir doch viel, schon wieder viel zu viel hin und her. Ja, das war fast klar. Bist du wieder ein großer Fisch? Ich weiß es nicht. Und das hätte perfekt sein können. Nein, du bist eine ganz normale Seegurke. Natürlich habe ich nicht getroffen. Ich weiß es nicht. Jetzt hätte ich getroffen, aber jetzt ist es zu spät. Schade, schade. Wollen wir doch mal schauen, was du für ein schöner Fisch bist. Man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall mehr hin und her wie der große Fisch, glaube ich zumindest. Mitternächtlicher Tintenfisch, richtig gut. Wann endet das eigentlich? Also nur so aus Interesse. Muss ich da zu dir wieder kommen und sagen, ich habe fertig, oder? Ich weiß es nicht. Ich finde auf jeden Fall, dass wir ein bisschen schon relativ lange tauchen. Also nicht, dass es mich stören würde. Aber es wundert mich. Und ich möchte auch nicht unbedingt hier an Bord des Schiffes einschlafen. Oh, und meine Energie geht auch zur Neige irgendwann. Schaut mal da oben am Fenster. Richtig schön die Meerestiere ein bisschen vorbeiziehen. Ja, sind wir dann wieder fertig? Können Sie nach oben bringen? Ja, bitte. Ich kann tatsächlich so lange angeln, wie ich das möchte. Ah, richtig gut. Richtig gut. Wenn ich das Inventar geschlossen habe, also im Inventar bin, dann fährt er einfach nach oben. Mysteriös, bewohnt des Ozeans. Die riesigen Augen können die schwachen Silhouetten seiner Beuten ausmachen. Also, das finde ich richtig gut hier. Das hätte ich aber wissen müssen und von Anfang an ausnutzen. Dann hole ich mir noch einen gratis Kaffee, würde ich sagen. Oh, packt das schon wieder rum. Gut, geht doch. 0.30 Uhr, schaffe ich es da noch bis nach Hause oder soll ich mir einen Teleport-Totem kaufen? Ich denke, ich schaffe es noch bis nach Hause. Ich hoffe es. 0.30, 0.40. Ich habe ja bis 2 Uhr Zeit. Das weiß ich ja inzwischen. Da kommt der Willi. Da gehen die anderen alle auch nach Hause. Ja, ja. Es wird spät, ich weiß. Es ist schon spät. Aber ja, das schaffe ich doch noch. So.
Schwert ist ausgewählt, da kümmere ich mich morgen drum, falls es morgen noch da ist. Das mache ich heute sicher nicht mehr. Dann wollen wir doch mal einen von euch, drei von euch, den ganzen Seetang, die Fasern, die Grünalge, Fledermaus, Flügel. Ach so, jetzt habe ich heute auch keine Zeit mehr, mich um die Sprinkler zu kümmern. Ja, das muss ich dann morgen machen. Das finde ich aber nicht so gut, ganz ehrlich. So, dann würde ich sagen, gehe ich ins Bett. Sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Stardew Valley.